Hallo und Happy Birthday! Wisst ihr eigentlich, was heute ist? Geburtstag. Und zwar der 25. Geburtstag der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Kinder haben Rechte überall auf der Welt, wie zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf medizinische Versorgung. Und die Kinderrechtskonvention, die hat die Situation von ganz vielen Kindern überall auf der Welt verbessert. Und das soll heute hier in Berlin gefeiert werden. Genauer gesagt hier im Schloss Bellevue. Da treffen gleich 50 engagierte Kinder und Jugendliche auf den Bundespräsidenten Joachim Gauck und dürfen mit ihm höchstpersönlich darüber diskutieren, wie man die Situation in Zukunft noch verbessern kann. Wir sind natürlich auch dabei und die hier auch. Die UNICEF Junior Botschafter aus Lörrach, denn sie haben ein besonderes Zeichen für Kinderrechte gesetzt. Also das ist unser Kinderrechtsbaum, den haben wir vor ein paar Jahren schon gepflanzt, weil wir aufmerksam auf die Kinderrechte machen wollten. Weil es halt eben auch ein ganz gutes Symbol ist, dass sich eben wie der Baum sich immer mehr in die Erde verwurzelt und dass auch die Kinderrechte sich ins Grundgesetz verwurzeln. Und halt eben auch die ganzen Äste, wie sie sich dann verteilen, dass die Kinderrechte dann immer eine größere Auswirkung haben und verwirklicht werden. Für das Treffen mit dem Bundespräsidenten feilen die Jubos hier an neuen Ideen und üben fleißig ihre Präsentation. Aber sie haben nur 5 Minuten Zeit, um ihre Anliegen rüberzubringen. Es gibt viele Botschaften, es gibt nicht nur eine. Eine ist zum Beispiel Kinderrechte ins Grundgesetz, finden wir total wichtig. Kinder auch mehr in die Politik. Also wir haben das Gefühl, die Politik ist noch so weit weg. Man merkt gar nicht mehr, dass wir vielleicht auch noch was bewirken können. Und so jetzt auch die Chance haben, zu Herrn Gauck zu gehen, ist natürlich super. Und wollen wir auch nutzen. Und das ist so der erste Schritt, sozusagen in die Richtung auch was mitzuentscheiden zu können. Und zwar machen wir das so, wir sind ja 10 Leute aus der eigentlich größeren Gruppe. Und jeder hat dann sozusagen einen Satz mit einer Aktion, die halt uns besonders wichtig war. Wir werden so eine kleine Linde mitbringen, so einen Kinderrechtsbaum, der symbolisieren soll, dass wir wollen, dass die Kinderrechte dort verwurzelt werden, wie der Baum auch dort verwurzelt wird quasi. Na, mit der Vorbereitung kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Für ihren Auftritt drücke ich fest die Daumen. So, und jetzt sind sie bei mir, die Juniorbotschafter aus Lörrach. Jetzt geht's gleich zum Bundespräsidenten. Schon aufgeregt? Ja. Wäre ich auch, absolut. Was erwartet ihr euch heute von dem Gespräch, Stella? Also auf jeden Fall erwartet uns ein schönes Gespräch, mal gehört zu werden. Also das haben wir, glaube ich, alle gewartet und alle, die sich sozial engagieren. Und wir lassen es auf uns zukommen. Okay, dann würde ich sagen, auf zum Bundespräsidenten. Wir gehen rein. Aufregend, 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 Leute. Im großen Saal von Schloss Bellevue werden die Kinder und Jugendlichen ihre Projekte vorstellen. Insgesamt 50 UNICEF-Junior-Botschafter sind eingeladen. Alle haben dasselbe Ziel, das Leben von Kindern auf der Welt zu verbessern. Auch der Bundespräsident. Nur wenn die Kinderrechte überall auf der Welt ernst genommen werden, dann ist eine bessere Welt, dann ist auch die Freiheit für die Einzelnen, sind Chancen für die Einzelnen, ist Demokratie für alle möglich. Und wir wissen, wenn Kinder nicht früh gefördert werden, wenn sie keine Bildung erhalten, wenn sie vielleicht sogar um ihr Überleben kämpfen müssen, wenn sie betteln müssen, statt lernen zu dürfen, all das verbaut Menschen Chancen. Das wollen wir nicht hinnehmen. Und dann ist es soweit. Die Lörracher haben ihren großen Auftritt und machen auf Kinderrechte aufmerksam. Warum sind wir hier? Wir sind hier, weil wir als Kinder und Jugendliche zeigen wollen, dass wir an unserer Zukunft mitgestalten. Und auch die anderen Juniorbotschafter präsentieren dem Bundespräsidenten ihre Projekte. Aber der große Abschluss kommt erst noch. Die Lörracher übergeben Joachim Gauck einen Kinderrechtebaum. Man hat wohl einen tollen Platz gefunden, auf das auch in Zukunft alle Besucher dieses schönen Hauses immer an die Kinderrechte erinnert werden. Jetzt fassen wir den mal an und nehmen ihn mit Dank in Besitz. Tolle Idee. Herzlichen Dank. Und dann durfte die Gruppe um Stella und Niklas sogar noch mal exklusiv mit dem Bundespräsidenten plaudern. Selfie inklusive. Ein Tag, den sie bestimmt nicht so schnell vergessen werden.
Was nehmt ihr jetzt mit nach Hause? Was, glaubt ihr, eure Forderung wurde vom Bundespräsidenten gehört? Also das glauben wir auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall auch mit nach Hause nehmen, ist halt eben dieses Gefühl, dass wir gehört werden, also dass wir eine Stimme haben und dass wir in einer Demokratie leben, in der nicht nur jeder so was zu sagen hat, sondern dass in der auch die Kinder was zu sagen haben und dass wir auch gehört werden. Okay, Stella, was glaubst du, was muss noch getan werden jetzt? Ich meine, 25 Jahre Kinderrechte sind rum. Wie geht es in Zukunft weiter? Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also es ist nicht mit dieser Aktion getan, sondern dranbleiben und natürlich auch die Unterstützung vom Bundespräsidenten und der Frau Schad natürlich einfordern. Ja, dank eures Baums habt ihr jetzt hier Wurzeln geschlagen und auch bei uns beim KiKA ging es die letzten Monate sehr stark um das Thema Kinderrechte. Und gestern fand auch hier in Berlin eine große Abschlussaktion statt und da war Ben mit am Start. Jawoll, so sieht das aus. Augen auf für Kinderrechte, eine richtig coole Aktion, die ins Leben gerufen wurde vom Deutschen Kinderhilfswerk von UNICEF. Und ich habe tolle Vertreter aus Berlin am Start, hier direkt vor dem Bundestag. Was für eine heilige Fläche. Ihr seid aus der Mühlenauer Grundschule, ihr seid die 6. Klasse. Für welches Recht bist du? Das halt bunte Gestaltung, weil wir hatten im Schülerclub, das ist eine Aktion halt für Kinder nach der Schule, da durften wir so Stromkästen besprühen, cool, mit halt richtigen Profis und dann... Hat Bock gemacht? Ja. Und bei dir so? Also ich bin Pate für Mitreden, also dass wir mitreden können und uns für den also zum Beispiel U18 war, dass wir uns da mit beteiligen können. Sehr gut. Und mitreden wollt ihr auch und Krach machen könnt ihr auch alle, oder? Ja. Machen wir nochmal. 1, 2, 3, Krach für Kinderrechte, los geht's! Wir vom KiKA haben die Türhänger-Aktion unterstützt. Ben war mit Johanna Klum und UNICEF-Juniorbotschaftern in Dresden unterwegs und hat dort fleißig Orte markiert, die besonders kinderfreundlich sind oder eben nicht. Insgesamt wurden in Deutschland sage und schreibe 150.000 von diesen Türhängern verteilt. Immer schön nach dem Motto... Die Türhänger wurden ordentlich schick gemacht, fotografiert und von Ben mitgenommen, denn die werden noch gebraucht. Und wo genau, das zeige ich euch gleich. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt mal die Party gewechselt und bin jetzt im Tipi am Kanzleramt. Hier wird auch ordentlich gefeiert und ich bin mal gespannt, was hier alles los ist. 300 Kinder sind zur Geburtstagsparty ins Tipi gekommen. Klar, denn hier geht es um was Wichtiges, nämlich die Kinderrechte. Die Rede zur Lage der Kinderrechte. Die halt natürlich nicht ich, sondern die Familienministerin, die Frau Schwesig, die kommt nachher auch noch vorbei zur Party. Und nicht nur die Ministerin, sondern auch Ben und Jess, die hier die Party moderieren. Dann hält die Ministerin ihre Rede. Herzlich willkommen zum Fest der Kinderrechte. Klar gibt's auch Musik, aber es geht vor allem um eure Botschaften und Forderungen. Wir haben den Forderungskatalog überreichen, den wir dieses Wochenende erarbeitet haben. Und bringen natürlich auch noch die Frage mit, wieso sind die Kinderrechte noch nicht im Grundgesetz und wann ist es endlich soweit? Die politische Forderung des Tages, aber sie wird noch heftig diskutiert und noch ist nichts entschieden. Und da sind sie jetzt wieder, die Türhängeschilder für die Aktion Augen auf für Kinderrechte. Und die spielen hier nachher auf der Bühne eine ganz wichtige Rolle. Die gehen nämlich an die Familienministerin, die Frau Schwesig. Und dann ist er da, der große Moment. Die Kinder und Ben überreichen der Ministerin den Türhänger mit euren Forderungen. An welche Tür kommt es denn? Ja, also ich schau mal, ob das hier an meine Ministertür passt. Das ist super. Gerade eben noch auf der Bühne, da hat sie die Türschilder bekommen. Jetzt schon bei mir, Frau Familienministerin Schwesig. Hallo. Frau Schwesig, ich habe Ihnen das Schild noch mal einen kleinen mitgebracht. Da kann man ja bewerten mit einem Smiley, wie gut man die Kinderrechtssituation findet. Sie könnten das jetzt mal für Deutschland bewerten. Wie finden Sie die Situation hier? Also, ich finde es halb und halb. Deswegen würde ich sagen, einmal ein Smiley, aber eben auch noch ein kleiner Trauribold dazu, weil es noch nicht gilt, dass für alle Kinder wirklich Rechte Wirklichkeit sind. Und da müssen wir noch dran arbeiten. Das ist auch mein Job. Vielen Dank, Frau Ministerin. Da habt ihr es gehört. Ihr müsst euch selber beteiligen und mitmachen. Und deswegen finde ich super. Ich freue mich, wenn wir uns dann zum nächsten runden Geburtstag wiedersehen können, wenn es dann heißt, vielleicht 50 Jahre Kinderrechte. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Bis überall gilt, Respekt für meine Rechte.